Und sie verballern einfach den Einwurf. Grant Williams kann ihn stehlen und Tatum hat wieder den And-One-Layup. Und da war dann auch KD enorm sauer. Was geht ab, Freunde? Das hier ist der Spielbericht zu Spiel 3 zwischen den Boston Celtics und den Brooklyn Nets. Oder, wie man auch sagen könnte, willkommen im Chaos. Denn das war eins der komischsten Basketballspiele, die ich jemals gesehen habe. Und insgesamt geht diese Serie gerade in eine Richtung, wo ich einfach kein anderes Wort mehr finde, außer Chaos. Natürlich aus der Perspektive der Brooklyn Nets. Ich habe mir meine Notizen hier direkt quasi neben die Kamera gepackt diesmal. Deswegen, wenn ich da hingucke, dann wisst ihr, ich schaue immer so ein bisschen auf meine Notizen. Fangen wir ganz einfach an. Die Celtics gehen mit 3:0 in Führung. Damit müsste die Serie eigentlich durch sein, denn noch nie hat ein Team in NBA History einen 0:3 Rückstand aufgeholt. Natürlich könnte man jetzt sagen, es gab auch noch nie so ein Team wie die Brooklyn Nets mit Kyrie und Kevin Durant. Ja, ist auch so. Aber die beiden wurden auch noch nie so gut verteidigt wie von den Celtics. Habe ich wirklich noch nie gesehen. Brooklyn hat keine Ahnung, was sie machen soll. Die haben sogar irgendwann Blake Griffin reingeworfen für ein paar Minuten, weil sie komplett planlos waren, wie sie gegen diese Celtics Defense und gegen deren Offense bestehen soll. Kevin Durant ist, glaube ich, der Elefant im Raum. Kriegt einfach keinen Fuß auf den Boden in dieser Serie. Er hatte 16 Punkte in diesem Spiel. 16 Punkte. Der beste, vermutlich beste Scorer aller Zeiten hatte 16 Punkte in diesem Spiel. In den ersten beiden Spielen lief es auch nicht viel besser für ihn. Da hatte er im Schnitt zwar 25 Punkte, aber bei 31% aus dem Feld und 29% von der Dreierlinie. Und der Grund dafür, warum Kevin Durant so struggled, ist ganz klar. Zum einen Jason Tatum, der ihn 1-on-1 besser verteidigt, als ich es jemals gesehen habe. Und die Celtics Helpside Defense, und da haben wir schon viel drüber gesprochen in den anderen Spielen, egal ob das Al Horford ist, ob das Jaylen Brown ist, ob das Marcus Smart ist, jeder steht einfach richtig und nicht nur die großen Namen bei den Celtics, sondern es ist auch Grant Williams, Derek White, Daniel Theis, unser Mann, verteidigt gerade absolut überragend in dieser Serie und ich weiß nicht, wie Brooklyn innerhalb der nächsten Spiele, vorausgesetzt es gibt überhaupt nächste Spiele, es gibt höchstwahrscheinlich nur noch eins, weil aktuell alles nach einem Sweep aussieht. Wie wollen sie denn gegen diese Defense bestehen? Denn die Celtics haben einen ganz einfachen Gameplan. Wir verteidigen Kevin Durant und Kyrie Irving so hart wie nur können. Und dann sollen sie uns mit Bruce Brown oder mit sonst wem gerne schlagen. Und Bruce Brown ist voll der Nutznießer von dieser Defense und sieht bisher in der Serie aus wie ein legitimer All-Star-Reservist. Hatte gestern Nacht wieder 26 Punkte, aber das reicht halt einfach nicht. Und jemand wie Bruce Brown, der 26 macht, ist nicht so viel wert wie Kevin Durant, der 26 macht. Und vor allem, wenn KD nur 16 macht und Kyrie Irving auch nur 16 macht, ja, dann bist du einfach verloren. Kyrie ist natürlich das nächste Fragezeichen. In Spiel 1 noch eine All-Time-Great-Performance, 39 Punkte, fast den Sieg geholt. In Spiel 2 dann überhaupt kein Faktor, 10 Punkte und jetzt in diesem Spiel 3, 16 Punkte, 0 von 7 Dreiern. Ich respektiere ja wirklich Seth Curry, Patty Mills, Claxton, aber das reicht halt nicht, wenn deine Roleplayer gut performen. Deine beiden Stars müssen auch irgendwas bringen auf dem Feld und das haben sie in diesem Spiel gar nicht getan und ehrlicherweise strugglen sie halt schon die ganze Serie, also ganz besonders Kevin Durant. Keine Sorge, ne, wir gehen gleich in die Highlights, gucken uns die zweite Halbzeit einmal komplett an, aber ich wollte einfach vorher ein bisschen was sagen, weil die Celtics aktuell aussehen wie die Phoenix Suns des Ostens. Und da meine ich gesunde Phoenix Suns komplett in ihrer Prime, wirklich. Die Celtics, habe ich bisher nach jedem Spiel gesagt, sind ultra groß, ultra lang, super defensiv, haben eine perfekte Helpside-Defense, haben vorne Scoring, sind uneigennützig. Ja, Tatum hatte gestern Nacht 39 Punkte, aber trotzdem hat man immer das Gefühl, das passiert aus dem Flow des Spiels heraus. Er ist ein viel besserer Ballverteiler über die letzten Jahre geworden. Marcus Smart ist von einem Defense-Spezialisten und vorne Ego-Zocker zu einem herausragenden Playmaker und Defensive Player of the Year geworden. Jaylen Brown hat in der Crunch-Time in diesem Spiel einfach alles dominiert, vor allem Blake Griffin, den sie danach wieder auf die Bank setzen muss. Es ist wirklich krass, wie gut die Celtics sind und ich will denen auch ihre Props geben, aber es ist genauso interessant zu sehen, dass die Nets so gar keine Antwort haben und dass vor allem der beste Scorer ever und einer der besten Scorer ever in Kyrie Irving auch beide keine Antwort finden. Wir gehen jetzt einfach mal in die zweite Halbzeit, fangen an mit einem Daniel Theis Dreier, sehr, sehr nice natürlich für uns. Seht ihr das? Da fängt es schon an. Steal von Tatum, Fast Break Celtics, Abschluss Tatum. Das war das ganze Spiel über so. Die Celtics gewinnen jeden Kampf um jeden 50-50-Ball. Die Celtics sind so unglaublich stark in der Defense.
natürlich sehen wir hier in den Highlights immer nur die Erfolge, so müssen wir auch festhalten, deswegen wird das jetzt so aussehen, so hey, KD und Kyrie scoren doch, was hast du für ein Problem? Aber sie machen es halt überhaupt nicht mit der Effizienz und mit dem Volumen, was wir gewohnt sind. Also 32 Punkte von beiden zusammen in einem Playoff-Spiel hat glaube ich, keiner erwartet. Kyrie hat hier schon 14 Punkte, scored jetzt das ganze Spiel über nur noch 2. Hatte auch Foul-Probleme dann. Und die Celtics einfach von überall auch auf dem Feld, egal ob das Drives sind, ob das über Handoff ist, ob das Dreier sind, ob das Midrange-Jumper sind, die sind so viel tiefer und besser aufgestellt als Brooklyn leider. So, und hier haben wir den angesprochenen Bruce Brown, wo ich schon gesagt habe, ey, die Celtics sagen sich natürlich, nehmen wir, ist gar kein Thema. Wir lassen lieber Bruce Brown uns schlagen als Kevin Durant, weil Bruce Brown musste es erstmal zeigen, dass er das kann. Und auch in dem Spiel, obwohl er 26 hatte, habe ich ja schon gesagt, das reicht dann halt einfach nicht. Und ich weiß, dass das gerade so ein bisschen negativ alles klingt gegenüber Brooklyn und es tut mir auch leid, weil ich natürlich mir eher eine kompetitive Serie gewünscht hätte. Paddy Mills hat sehr gut gespielt, habe ich schon gesagt. Aber die Nets bringen das einfach nicht aufs Feld. Und das sind auch diese Offensiv-Rebounds, die sie hergeben. Das sind die Fast-Breaks, die sie ständig hergeben. Das sind die hunderten Turnover, die sie dauernd fabrizieren. Also wie kannst du für so ein Team rooten in irgendeiner Weise? Nicht mal in ihrer eigenen Halle haben die Fans. Das war so schlimm. Irgendwann die Celtics-Fans waren so viele und so laut in dieser Halle, dass sie einfach irgendwann Let's Go Celtics war lauter als alles, was für die Nets gerufen wurde. So, und man sieht hier, das war ein guter Move von Blake, aber man sieht halt, dass sie Blake reingetan haben und dann wirklich Jaylen und Tatum die ganze Zeit im Wechsel haben sie ihn attackiert, bis er wieder ausgewechselt werden musste. So, hier immer wieder Jaylen Brown. Hat ihm da zwei, drei Dinger hintereinander gedrückt. Blake hatte dann auch einen Dreier, zwei sogar. Aber seht ihr das? Wieder Jaylen, wieder gegen Blake. Die haben halt die ganze Zeit gesagt, ey, Blake Griffin hat nicht die Ausdauer, um in so einer Serie zu spielen. Hatte dann den zweiten Dreier. Das war alles sehr nice. Gutes Momentum auch, aber immer wieder Jaylen gegen ihn. Dann hilft KD, dann ist es Tatum, der in der Corner frei ist. So, und dann war Jaylen gegen Paddy Mills. Also jetzt mal unabhängig von Brooklyn. Ich will den Celtics ihre Props geben dafür, dass Jaylen und Jason so gut darin sind und auch so konsequent und effizient darin sind, Mismatches auszuspielen. Also gerade bei Brooklyn hast du ja viele Spieler, die ihnen entweder körperlich oder jetzt von der Ausdauer her, von der Schnelligkeit her nicht gewachsen sind. Und die beiden schaffen es einfach in jedem Angriff, sich dieses Mismatch zu holen und das dann auch auszuspielen. Das haben wir gerade viel gesehen von Jaylen jetzt gegen Blake Griffin. Das sehen wir aber auch schon die ganze Serie, dass die immer wieder gegen Seth Curry gehen, gegen Paddy Mills, gegen Kyrie Irving. Einfach Jungs, die ihnen körperlich nicht gewachsen sind und da haben sie natürlich den Vorteil, du hast das Gefühl, das sind einfach zwei Mini-Kevin Durants, die sich die ganze Zeit ihr Mismatch suchen und das muss man auch respektieren und da können die Nets gar nichts dafür, das ist halt einfach ihre Aufstellung. So, wofür sie aber schon was können, sind solche Plays hier, nämlich die haben hier ein Timeout gerade genommen, haben einen Einwurf vorne und sie verballern einfach den Einwurf. Grant Williams kann ihn stehlen und Tatum hat wieder den And-One-Layup. Und da war dann auch KD enorm sauer. So, Boston vorne mit 10. Und jetzt ist aber natürlich das Thema, dass du gegen die Nets halt nie sicher gehen kannst, weil die Nets haben einfach so viel Scoring. Und sie können dich zwar nicht aufhalten, aber sie können gegenhalten. Und das haben sie auch echt noch gemacht in den letzten paar Minuten. Auch wenn jetzt hier noch alles sehr nach Celtics aussieht, aber die Nets kommen noch. Es war ein knapperes Spiel, als man vielleicht denken mag. Aber sowas auch, so Marcus Smart unterm Korb angespielt. Was ist das denn? Also Seth kam dann, wieder Tate. Das ist halt zu leicht. Weißt du, du kannst natürlich eine Aufholjagd starten und das haben sie auch gemacht. Hier auch Kyrie heftig durchgesetzt. Muss man Props geben. Schön gelaufen von Paddy Mills da oben. Curlt da an der Dreierlinie. Hat dann Back-to-Back-Dreier. So, das kann man alles respektieren in Shit, aber sowas, ey, I don't know.
Was machst du damit? Und im Ballbesitz zuvor hatten sich Kyrie und KD auch irgendwie missverstanden, weil beide in die Corner gelaufen sind, obwohl natürlich einer von beiden lieber den Wurf hätte nehmen sollen. Also das ist alles irgendwie verfahren bei den Nets und es tut mir so leid, weil das hier natürlich eine der spannendsten Serien hätte werden können, aber bei einem 0-3-Rückstand und so wie sie bisher gespielt haben, ich sehe das einfach nicht. Und was auch bei den Nets fehlt, das könnt ihr vielleicht auch bestätigen, wenn ihr euch die Spiele anguckt, keiner bei den Nets ist dieser Führungsspieler, der die anderen mitreißt, der die anderen so ein bisschen auch auffordert, mehr zu geben oder der so ein bisschen Draymond Green-mäßig oder in der etwas ruhigeren Variante Chris Paul, so die Leute, die einfach eine gewisse Führungsqualität an den Tag legen. Das war halt schon immer das Thema bei Kevin Durant vor allem, dass er das einfach nicht ist. So KD, sagen wir ja immer, ist einfach ein Hooper, der kommt zum Spiel, der will zocken und dann geht er wieder heim. Der hat dieses nicht, dass er sich das Team zusammenholt und denen eine Ansage macht und sagt, jetzt müssen wir mal das machen, jetzt greifen wir mal an, komm, wir holen uns jetzt die 50-50 Balls. Das passiert einfach zu wenig und die Celtics haben natürlich mit Marcus Smart so jemand, mit Al Horford so jemand, die beiden Jays sehen so aus, als würden sie das ganz gerne mal machen. Seth trifft hier noch den letzten Dreier und dadurch sieht es sogar ein bisschen knapper aus, als es am Ende eigentlich war. Es ist so tough, Mann. Es ist so tough. Ich glaube, wir hätten uns alle das 2-1 gewünscht. Viel mehr beispielsweise als das 1-3 jetzt von den Raptors bei den Sixers. So, das Ding kann ruhig ein Sweep werden, weil da wissen wir, wie es ausgehen wird. Aber diese Serie zwischen den beiden Teams hätte eigentlich viel unterhaltsamer werden können. Nur leider kriegen wir jetzt diesen Basketball höchstwahrscheinlich nicht geboten. Ich will noch eine ganz kleine Tür offen lassen dafür, dass die Nets zurückkommen, zumindest zu einem 3-2. Denn es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, zu denken, Kevin Durant könnte diese Defense nicht knacken. Das geht im Moment noch nicht in meinen Kopf, dass er mit dem Skillset, was er hat und mit der Erfahrung, die er natürlich auch hat, es kann nicht sein, dass er nicht besser spielen kann gegen diese Celtics Defense. Er muss irgendwas herausfinden, wie er die anders attackieren kann. Und ich bin mir sicher, dass spätestens in Spiel 4 er doch eine Idee dafür haben sollte. Und dann wird es halt schon wieder interessant, weil wenn wir mal ehrlich sind, die Celtics haben zwar diese Spiele jetzt gewonnen, aber all diese Spiele waren knapp und Brooklyn konnte jetzt nicht wirklich closen, aber wenn KD ein bisschen besser spielen würde, wenn KD nicht immer nur 16 Punkte machen würde, dann glaube ich schon, dass das Ganze ein bisschen anders aussehen würde und dann hätten vielleicht mal die Celtics ein bisschen Probleme in der Crunch-Time und würden sich schwerer tun und hätten ein bisschen mehr Druck. Das wäre ganz interessant zu sehen. Aber im Moment muss ich einfach nur den Hut ziehen vor den Celtics und mich leider so ein bisschen auf Brooklyn abfacken, weil ich mir einfach mehr gewünscht habe. Aber die Celtics, wirklich unglaublich. Also die nächste Runde wäre ja Celtics gegen Milwaukee. Und ich als Bucks-Fan sage euch ehrlich, ich habe heute schon das erste Mal geguckt, was so ein Conference-Finale-Ticket in Boston kosten würde. Also ich habe selber schon überlegt, okay, wenn Boston jetzt weitergeht in die zweite Runde, schlagen sie wahrscheinlich Milwaukee und dann gehen sie ins Conference-Finale und da würde ich vielleicht hinfliegen. Lass mich mal gucken, wie viel da ein Ticket kostet. So krass bin ich gerade von den Celtics überzeugt und so wenig bin ich im Moment von meinen Bucks noch irgendwie beeindruckt, als dass ich jetzt glauben könnte, dass sie gegen so eine Defense bestehen könnte. Gerade Middleton und Holiday sehe ich da wirklich Probleme und Big Man-mäßig sind sie auch relativ gut aufgestellt, die Celtics gegen die Bucks. Also da mache ich mir schon Sorgen, wenn es zu der Serie kommen sollte. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie sie diese hier closen werden. Apropos closen, das war es jetzt von mir. Es kommen heute noch 3 weitere Videos, ja, es waren noch 3 weitere Spiele. Wird aber ein bisschen dauern, weil ich jetzt auch gleich noch Podcast-Aufnahme habe mit Max. Die Videos kommen dann so im Laufe des Tages. Wir haben die erste Playoff-Woche hinter uns. Ich habe vorhin nachgeguckt, das hier ist jetzt das 30. Video, wenn man die Play-Ins mit reinrechnet, innerhalb der letzten, weiß ich nicht, 10 Tage oder so. Also richtig krass. Ich danke euch für euren ganzen Support hier auf dem Kanal. Macht richtig Bock, sich die Playoffs in so einer kleinen Gemeinschaft zusammen anzugucken und austauschen zu können. Deswegen danke euch dafür. Ich bin jetzt raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.